Wir müssen unsere zweite Sprecherin, Doris Zeiger, eine ausgewiesene Blog-Spezialistin, die ist Herausgeberin des Blog-Wörterbuchs zum VW. Und sie spricht zu Realismus in einer unfertigen Welt zu Ernst Blochs Besinnliches Forschen. Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier Ernst Bloch, über Ernst Bloch sprechen darf. Ich weiß nicht, ob es schon mal einen Vortrag über Bloch in der Gesellschaft für dialektische Philosophie in der Weise gegeben hat. Ich spreche auch nichts und sage überhaupt nichts zur Digitalisierung. Das beschäftigt mich täglich. Ich bin nämlich in meinem Erwerbsberuf Lehrerin und Digitalisierung des Unterrichts. Außerdem bin ich Personalrätin die halbe Zeit. Also da ist Digitalisierung täglich ein eher unangenehmes Thema, und was das für die Kunst bedeutet, da sprechen wir heute nicht drüber, sondern ich möchte vorstellen, einen Bereich der ästhetischen Theorie und Philosophie Ernst Blochs. Ich beginne mit einem Motto von Bertolt Brecht: Über die abendliche Heide, über die abendliche Heide schrieb uns der Elisabethaner Verse, die kein Beleuchter erreicht, noch die Heide selber. Das zweite Motto ist von Peter Handke: Fiktionen können viel tiefer sehen und viel realer sein als naturalistische oder realistische Nachbildungen. Peter Handke, um mit dem zweiten Motto zu beginnen, bescheinigt hier der Fiktion mehr Realismus, als die realistische Nachbildung vermitteln kann. Schon 1967 in seinem Text Marcel Reich-Ranicki und die Natürlichkeit polemisiert Peter Handke gegen des Kritikers Auffassung von Realismus. Laut Helmut Böttiger sei dessen Realismusverständnis, also Reich-Ranickis, der Nähe zu Georg Lukács geschuldet. Deswegen lese ich das heute vor. Böttiger: Es ist kein Zufall, dass der einflussreichste Literaturkritiker in der alten Bundesrepublik vom sozialistischen Realismus geprägt wurde, von Georg Lukács. Der sozialistische Realismus verlangte, die Zustände so zu beschreiben, dass man sich in ihnen wohlfühlen konnte. Nichts anderes steckt für Handke in jener Art von kapitalistischem Realismus, den Reich-Ranicki einfordert. Ebenfalls interessant in unserem Zusammenhang ist eine andere Beziehung Handkes, die zu Spinoza. Darauf hat Hans Höller hingewiesen. Die Darstellung der Bewegung im Raum lasse schon in Handkes erstem Roman, Die Hornissen von 1966, und im Theaterstück Kaspar von 1968 Bezüge zu Spinoza zu. Nach 1945, so Höller, repräsentiert Handkes raumbezogenes Denken und Schreiben die umfassendste zeitgenössische Spinoza-Rezeption in der deutschsprachigen Literatur. Und er fährt fort, Höller, wie ein Kommentar zu Handkes Werk liest sich Ernst Blochs Würdigung Spinozas. Er nennt es die schönste, lichteste Raumphilosophie, das stärkste System der Diesseitigkeit, das in der Neuzeit überhaupt erschienen ist. Ein Werk, geschrieben gegen die lähmende Trauer, weil, was traurig macht, unser Sein vermindert. Zitat Ende. Diese Verbindung ist mir bisher entgangen, wenngleich ich aus der Zeit intensiverer Handgelektüre weiß, dass der Tormann aus Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, wie heißt? Josef Bloch. Ne? Also diese Beziehung Handkes zu Bloch war mir bislang gar nicht so gegenwärtig. Zum ersten Motto: Die Verse Brechts, die Ernst Bloch gern zitiert, sind dem Gedicht Die Beleuchtung aus den Schriften zum Theater entnommen. Warum kann der Beleuchter nicht erreichen, was die Verse Shakespeares erreichen? Antwort Bloch, Zitat: Weil die abendliche Heide bis zu ihrem wahrsten Wesen poetisch fortgetrieben ist, doch innerhalb des Theaters
innerhalb der Lear, der Macbeth-Szenen für die Shakespeare alle diese Verse geschrieben hat. Das Erreichen, das Übertreffen, das Aufschließen der abendlichen Heide durch große Dichtung geschieht unzweifelhaft durch die Schlüsselgewalt solcher Dichtung über die Natur. Doch das Theater zeigt eben die gedichtete Heide als den Boden, auf dem selbst ihr eigenes Stück endlich gespielt wird. Das waren so einleitende Bemerkungen. Ich komme jetzt zu dem Abschnitt Kunst und Ontologie und zu Ernst Bloch. Der Realismus als ästhetisches Prinzip ist vor dem Hintergrund einer Ontologie des Noch-Nicht-Seins, wie Ernst Bloch sie vorgelegt hat, selbstredend eine spannende Frage. Bloch stellt die These auf, dass Kunstwerke in der unfertigen Welt aktualiter den Vorschein eines künftigen Gelungenseins realisieren. Dieser Vorschein in der Kunst verweist auf Blochs Konzept der konkreten Utopie. Die Genesis war nicht am Anfang, sondern wird am Ende sein, wenn die im Prozess anhängigen latenten Gehalte das zu Realisierende realisiert worden sein werden. Um anzudeuten, welches Ultimum eine Bloch'sche Kategorie Bloch vorschwebt, darf an die Verdichtung dieses ultimativen Gedankens einer Versöhnung von Mensch und Natur durch Karl Marx erinnert werden, an die Naturalisierung des Menschen und die Humanisierung der Natur. Bloch greift diesen Gedanken immer wieder auf, betont allerdings, und da bitte ich jetzt darauf zu achten, die Realisierung werde eine praktische Frage sein, keine eines, Zitats, ästhetischen Vorscheins, darüber wird nicht in der Poesie entschieden, sondern in der Gesellschaft. Mit Blick auf die Landschaftsmalerei, von der später die Rede sein wird, sei aber schon an dieser Stelle betont, für Bloch gibt es die Möglichkeit einer, Zitat, in Bildern bezeichnbaren Bedeutung von Weitergetriebenem, nicht nur in individuellen oder gesellschaftlichen Vorgängen, sondern auch in naturhaften Vorgängen. In allen drei Bereichen bedeutet Vorschein ohne Illusion die Darstellung eines, Zitat, im bewegt vorhandenem selber umgehenden und bedeutenden Vorschein von Wirklichem. In diesem Sinn ist die humanisierte Natur, Zitat, zugleich eine in sich selbst vollendete, zwar nicht in der Weise des sinnlichen Scheinens, einer ohnehin fertigen Idee, wie Hegel lehrt, wohl aber in der Richtung auf wachsende entelechetische Ausprägung hin, wie Aristoteles angibt. Eine Erinnerung an Hans-Heinz Holz dokumentiert die Bedeutung der Kunst für die Bloch'sche Ontologie. Holz berichtet, dass er, noch bevor er Bloch 1949 in Leipzig kennenlernte, ihm ein, Zitat Holz, Manuskript über die Ontologie der Kunst geschickt hatte. Bloch lud ihn daraufhin ein und, so Holz, Zitat, wir haben die ganze Nacht lang ein Gespräch gehabt, wobei Gespräch falsch gesagt ist, er hat die ganze Nacht lang geredet, lachen, in Klammern steht hier im Zitat, und ich habe gestaunt. Seitdem bestand eine gute Beziehung zwischen uns. Die Kunst hat in, also Sie kennen sicher alle die Beziehung, die sonst zwischen Bloch und Holz bestand, aber da können wir jetzt gar nicht drüber sprechen, das führt viel zu weit. Die Kunst hat in Blochs unfertiger Welt einen besonderen ontologischen Status. Folie steht hier, jawohl. Kunst ist eine, ich habe so ein paar Zitate dann getippt, einfach weil es vielleicht für manche die Begrifflichkeit gar nicht so klar ist, die Bloch da immer verwendet. Also Kunst ist eine,
in der Weise des zu Ende getriebenen Vorscheins geschehende Darstellung der Tendenz und Latenz ihrer Gegenstände. Eine in den dargestellten Gegenständen selber herausgearbeitete Perspektive auf die immanente Vollendung dieser Gegenstände. Kunst ist grundlegend als reeller Vorschein bestimmt als ein, zum Unterschied vom religiösen, immanent Vollendeter. Also Immanenz ohne springenden Sprung. Das steht hier, glaube ich, nicht mehr drauf. Nee, hier. Die Aufmerksamkeit sei auf die Kategorien Tendenz und Latenz gelenkt. Sie sind als Kategorien der Transmission konstitutiv im Hinblick auf Prozessualität. Aus dem Wechselverhältnis von, auch Bloch'scher Begriff, das Anstoß und was Inhalt, ergibt sich, Zitat, die Steigerung von Zwecken zu Zielen und zum Sinn. Die ganze Fülle dieser beiden Begriffe und ihre Bedeutung, auch für den Erkenntnisprozess, fasst Bloch in dem einen Satz zusammen: Die Kategorien der Transmission haben ohnehin ihre Frucht vorbedeutend in den herausgebrachten Gestalten, Gestaltkategorien als dem wachsend inhaltlichen Etwas. Er beruft sich oft, oder er zitiert immer Brecht, etwas fehlt. Ne? Maragoni, etwas fehlt. Und hier Bloch, ne? Wachsend inhaltliches Etwas. Das ist so der Bereich der Kunst. Naturphilosophie und Ästhetik bringt Bloch auf dieser kategorialen Grundlage in besonderer Weise zueinander. Ich will jetzt über Natur sprechen und deswegen passt es so gut, was Sie gemacht haben. In Blochs offenem System, wie er es im Experimentum Mundi vorlegt, ist Natur eine Gebietskategorie wie das Humanum, Ästhetik ist Wert, Norm wie Moral und Religion. Unter der Gebietskategorie Natur behandelt Bloch deren utopisches Potenzial mit der gebotenen Vorsicht, jedoch auch mit der gebotenen Standhaftigkeit, gebotene Vorsicht, also in der DDR hatte er ja große Schwierigkeiten wegen seiner Naturphilosophie, können wir aber auch jetzt gar nichts machen. Neben dem Vorschein als zentraler Kategorie in der Ästhetik ist die Kategorie der Realschiffer zu nennen, Folie 4. Darunter versteht Bloch ein objekthaftes Schweben in Formen, zuletzt ein objekthaftes Utopiesein in Versuch der Gelungenheit. Das gilt insbesondere für die Naturgestalten. Zitat, so enthält Natur Lineamente eines Endzustands, doch nur als solche seine Hoffnung. Gerecht wird dem gewiss nicht mehr die bloß quantitativ, dann funktionalistisch gewordene Naturwissenschaft, woraus Naturqualitäten ausgeschieden sind, doch lebendig wird solches Fragen in jedem starken, sinnfälligen Natureindruck. Dieser Zusammenhang lässt sich am Landschaftsbild darlegen, denn auch für das Landschaftsbild gilt obige Definition von Kunst. Dargestellt wird die, noch einmal Zitat, Tendenz und Latenz ihrer Gegenstände. Mithin auch einer Landschaft, eines Naturensembles, dessen Tendenz und vor allem Latenz im Bild zum Ausdruck gebracht wird. In der Landschaftsmalerei begegnen sich das menschliche Subjekt und das, auch ein Bloch'scher Begriff, hypothetische Natursubjekt, ergreifen sich wechselseitig. Einen vollendeten Ausdruck in dieser Immanenz findet diese Beziehung im künstlerischen Werk, dessen Gegenstand einzig die Landschaft ist. Jetzt mache ich einen kleinen Ausflug zu Bloch und Lukács. Bloch und Lukács, Ästhetik und Natur. In Gelebtes Denken berichtet Lukács über seine Hinwendung zur Ontologie in den 30er Jahren. Zitat, Lukács, Tendenz zu genereller Ontologie als wirkliche philosophische Grundlage des Marxismus. Also, gerade durch philosophische Einheit der Marx'schen Theorie, Weg zur Universalität.
Richtung auf Ontologie ins Leben gerufen. Alte erkenntnistheoretische Fragestellung, Kant, es gibt Kunstwerke, wie möglich zu Ende gedacht lautet, es gibt Kunstwerke, durch welche historische Notwendigkeit entstanden. Wie war und ist reale Funktion in historischer Entfaltung des gesellschaftlichen Seins? Ende des Lukács-Zitats. Später wird Heinz Petzold die Essenz der Lukács'schen Ästhetik für sich wie folgt zusammenfassen, Zitat, das Kunstwerk verkörpert eine auf sich gestellte Welt, die Kunst schafft ein homogenes Medium, einen Bereich des Für-sich-Seins, das ganze Werk wird in seiner Totalität von einer Substanz durchdrungen. In der wissenschaftlichen Sphäre werden die kausalen Verkettungen der Ereignisse in funktionale Ordnungen gebracht. Die ästhetische Mimesis unterwirft die Verknüpfungen der Phänomene substanziellen Ordnungen. Das heißt, Kunst enthüllt die Humanität als Substanz der Geschichte. Also so fasst Petzold die Lukács'sche Auffassung in der Eigenart des Ästhetischen zusammen. Blochs Auffassung unterscheidet sich nicht unwesentlich von der seines Freundes aus frühen Jahren, also zu der von Lukács. Das Kunstwerk unterwirft nicht die Verknüpfungen der gegebenen Phänomene, substanziellen Ordnungen, sondern die Phänomene werden zu Gegenständen, die als selber nur partial bedingte offen sind für ein Herausbringen und ein Zuendetreiben ihrer selbst im Kunstwerk. Das Spezifische des Kunstwerks ist letztlich nicht begründet in der Mimesis des Gewordenen, sondern letzter Grund zum Kunstwerk im menschlichen Subjekt, vielleicht auch im hypothetischen Natursubjekt in der Wechselwirkung, ist der menschliche Ausdruckswille, der ein Gelungensein allegorisch in vielfältiger Gestalt, nicht symbolisch, davon spricht Lukács dann immer, als künstlerischen Vorschein aufzeigen will, auch in der dargestellten Vermissung desselben übrigens. Geht man die Eigenart des Ästhetischen von Lukács durch, so finden sich hunderte von Seiten zur Mimesis. Mein Interesse erregte das vorletzte Kapitel, in dem Lukács über Probleme der Naturschönheit sich äußert. Für ihn ein schwieriger Gegenstand. Er zitiert hier ein Gespräch Paul Cézannes mit Joachim Gasquet. Cézanne arbeitet an einer Landschaft, ist aber unzufrieden. Also jetzt kommt dieses Gespräch, das Lukács so aufgenommen hat in sein Werk. Das stimmt noch nicht, sagt Cézanne. Es ist keine Gesamtharmonie darin. Dieses Bild ist noch nichts. Sagen Sie mir, welcher Duft strömt davon aus? So. Welcher Geruch kommt von ihm her, sagen Sie. Und Gasquet antwortet, der Geruch von Kiefern. Dem Maler beruhigt diese Versicherung nicht, er erwidert. Sie sagen das, weil zwei große Kiefern ihre Zweige im Vordergrund liegen. Aber das ist eine Gesichtsempfindung. Darüber hinaus muss der ganze blaue, scharfe Duft der Kiefern in der Sonne sich vermählen, mit dem grünen Duft der Wiesen, die taufrisch sind an jedem Morgen, und mit dem Geruch der Steine, dem Duft des fernen Marmors von Saint-Victoire. Das habe ich nicht wiedergegeben. Man müsste es wiedergeben, nur in den Farben ohne Literatur. Cézanne fordert hier von sich selbst, die Totalität des Natureindrucks wiedergeben zu müssen, und im Fall dieses Bilds ist es ihm nicht gelungen. Zu welchem Schluss kommt Lukács aufgrund dieser Aussage? Lukács schreibt, die inhaltliche Totalität des in der Landschaftsmalerei verallgemeinert ästhetisch wiedergespiegelten, ins Ästhetische erhobenen Lebens darf aber nicht dazu verführen, aus dieser Universalität der Mimesis auf einen ästhetischen Charakter des abgebildeten Lebensstoffes selbst zu schließen, wie dies die Ästhetik im Falle der Naturschönheit zu tun pflegt. Hier stellt sich dann doch die Frage,
mit welcher Begründung der Natur der ästhetische Charakter abgesprochen wird. Ich weiß, dass Lukács über die Besonderheit handelt und die Natur eben nicht hat. Lukács scheint deswegen so hart zu urteilen, weil er die Konsequenzen scheut. Denn er fährt fort, die Natur, in diesem Falle das Landschaftsbild als Stoff und Inhalt der Malerei, würde damit eine Sonderstellung im Bereich der künstlerischen Gestaltung erhalten, zu deren Annahme keinerlei Gründe vorliegen. Die Natur kann für Lukács diese Sonderstellung nicht einnehmen, denn ihr Wesen ist die ewige, Zitat, ewige, unveränderliche, vollkommen neutrale Heterogenität. An dieser Stelle aus der Ontologie wird deutlich, dass seine angestammte Haltung zur Naturfrage, die hatte er schon 1911 als Differenz mit Bloch, sich im Lauf der Jahrzehnte nicht wesentlich geändert hat. Sie aber revidiert werden müsste, würde er der Natur einen ästhetischen Charakter zuerkennen. Immerhin räumt Lukács am Ende dann ein, in der Tat ist hier ein reales Problem vorhanden. Diese kurze Einlassung zu Lukács soll an die Differenz erinnern, die zwischen ihm und Bloch von Anfang an bestand, Blochs Skandalon einer Naturutopie. Ich komme zum Landschaftsbild. Am Beispiel des Malers Max Pechstein, hier eine Aufnahme, eine Fotografie von 1931, soll der Versuch unternommen werden, die Erfahrung von Natur, die Produktion eines Kunstwerks und dessen Rezeption im Zusammenhang darzustellen. Es gibt ein Bild von Max Pechstein, Aufgehende Sonne betitelt. Das ist halt jetzt, die Qualität ist halt so, wie sie ist bei Bienen. Ein riesiger gelber Sonnenball, in seiner Mitte weiß glühend, Strahlen aussendend hinauf in Wolken und Himmel, steigt in einiger Entfernung zwischen blauen Hügeln mäßiger Höhe mächtig auf. Im Bild Mittelgrund lenken grün-schwarze Kiefern, deren dunkle kahle Stämme und Äste das Sonnenlicht in schmalen Streifen reflektieren, sowie ein Fichtenwäldchen den Blick auf das Zentrum des Naturspektakels. Im Vordergrund ragt ein Wasserlauf in das Bild hinein. In ihm, wie auch in der morgendlich feuchten Senke, spiegelt sich das weiß-gelbe Sonnenlicht, dessen Strahlen bis in die nächste Nähe des Betrachters den Raum erleuchten. Menschen finden sich nicht im Gemälde. Dieses Bild bewegt mich schon lang. Ob es nach der Natur gemalt wurde, dessen war ich mir nicht sicher. Es schienen Hügel zu sein, keine Berge, auch nicht am Horizont, sodass eine Voralpenlandschaft südlichen Charakters eher unwahrscheinlich war, aber dennoch atmosphärisch sich mitteilte. Meine Neigung zu dem Bild liegt wohl auch darin begründet, dass ich mich in Farbigkeit und Motiv an ein kleines Landschaftsaquarell Albrecht Dürers erinnerte. Also hier, ich komme auch aus Nürnberg, Albrecht Dürer, mein Lieblings-Selbstporträt von ihm. Ja, es ist auch aus der Zeit, als er dann dieses Aquarell, das ich dann zeigen will, noch gemalt hat. Dürers war ja im Wald, stellt einen unspektakulären Sonnenuntergang dar und gehört zu der Gruppe von Dürers Aquarellen, die im eigentlichen Sinn die europäische Landschaftsmalerei begründeten. Zurück zu Pechstein. Nicht wenig erstaunt war ich, als ich erfuhr, dass das Bild während eines Aufenthalts in Leber entstanden ist, wohin er seit 1921 reiste. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte er... Ist was, Renate? Nee. So, ich habe gedacht, nee, was, nein, alles. Ja, machen wir dann noch einmal. Ja. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte er die Ostseeküste sind wir, ne? Pommern da oben, ne? Kurische Nährung. Hatte er die Ostseeküste als Rückzugsort entdeckt und malte seit 1909 wiederholt in der Gegend um Nitten auf der Kurischen Nährung. Begeistert schreibt er 1911 über die Ostseelandschaft. Sie sei, Pechstein, eingerahmt auf der Abendseite von der Ostsee, auf der Morgenseite ist das Haff
und schöne Kiefernbühnen ziehen sich lang. Man findet bereits in diesen Äußerungen die Bildgegenstände, die ihm 1933 in Leba als Motiv dienen. Pechstein empfindet die Ostseeküste als eine reiche Fundgrube für einen Maler. Dies gilt für die Farben, für die Möglichkeit expressiver Steigerung der Farbigkeit, ebenso wie für die Formen, alles mündend in einen einzigartigen Bildrhythmus, in starke rhythmische Arbeiten, wie er selber sagt. Man rufe sich in Erinnerung Blochs objekthaftes Schweben in Formen, zuletzt ein objekthaftes Utopiesein in versuchter Gelungenheit. Mir kam nie die Idee, es könnte sich um eine Dünenlandschaft handeln. Wäre es nicht richtig zu sagen, dass es sich vielmehr um die dargestellte Utopie einer Dünenlandschaft in immanenter Vollendung handelt, die nicht mehr den einzelnen Bildgegenstand in seiner logisch-begrifflichen Definition thematisiert, sondern ein neues Totum eines Mensch-Natur-Ergriffenseins zum Ausdruck bringt? Dieser Eindruck wird nicht entwertet, wenn man die landschaftlichen Gegebenheiten zur Kenntnis nimmt und so auf den realen Hintergrund verwiesen wird. Nitten ist geprägt von der Parnidis-Düne, eine der größten Wanderdünen Europas, mit einer Höhe von über 50 Metern. Als Pechstein sich 1921 dann für Leba als Sommerdomizil entscheidet, ist ein Grund, dass es auch hier gleichfalls riesige Wanderdünen gibt. Außerdem erhebt sich landeinwärts in der Nähe der Revecol ein markanter Höhenrücken, der an die Montagne Saint-Victoire erinnert. Zitat Pechstein: Der durch Cézanne berühmt gewordene Berg der modernen französischen Malerei heißt Mont Saint-Victoire. Der Name des entsprechenden Hügels des deutschen Expressionismus lautet Revecol. Da habe ich hier ein Aquarell von Carl Schmidt-Rottl. Also. Auch 1933, als Pechstein das Bild malt, also dieses, hält sich Pechstein mit der Familie in Pommern auf, von seiner Frau dazu gedrängt. Ein paar Tage vor der Abreise Mitte Mai hat er erfahren, dass ihn, Zitat, Nolde, also Emil Nolde, gegenüber einem Ministerialbeamten des Reichspropagandaministeriums als Juden bezeichnet hat. Er bittet um Richtigstellung, aber Nolde schreibt einen, Zitat, frechen Brief, dass ihn meine Existenzsorge gar nicht interessierte. Wie dieser Brief Noldes erreicht ihn ebenfalls in Leber die Nachricht, dass eine Wanderausstellung mit seinen Werken in den USA gezwungenermaßen vorzeitig beendet werden musste. Pechstein, es überschreitet das Maß des Erträglichen, wenn man im Ausland als Deutscher boykottiert wird und im eigenen Lande ohne ernsthafte Prüfung als angeblicher Jude. In Berlin wäre er wohl nicht mehr auf die Beine gekommen. Er schreibt, von dem Geschrei und den Gewalttaten, die auf den Straßen von dem braunen Mob verursacht wurden, gelähmt, ging ich in mein Atelier, mich vor all diesem in die Arbeit flüchtend. Jedoch versagte nicht nur der Körper, auch der Geist. Ich war unfähig, einen Strich zu malen. Weitere Untaten der Nazis wie seine Entfernung als entarteter Künstler aus der Ausstellungskommission der Akademie der Künste folgten. Die Ostseelandschaft wird zur Rettung. In seinen Erinnerungen schreibt er über diesen Pommernaufenthalt: Und da mich keine Nachrichten erreichten und ich selbst nur das Nötigste schrieb, gesundete ich allmählich auch in dieser Einsamkeit. Er wendet schließlich Leber den Rücken zu und verkriecht sich gleich einem wunden Tier in eine kleine Hütte an dem herrlichen großen Koser See, den er selbst in dem kleinen, denn selbst in dem, Zitat, kleinen Fischerort fühlte ich mich nicht sicher vor den überall herumschnüffelnden braunen Spitzeln. In der Natur, in der er weitgehend autark lebt, kann er sich der ungeheuren Last etwas entledigen, die er aus Berlin mitgeschleppt hat.
Die Frage ist doch, wie ein Mensch ein solches Motiv malen, wählen kann in Zeiten größter äußerer Bedrängnis. Ist die aufgehende Sonne, um noch einmal auf Lukács zurückzukommen, aus irgendeiner historischen Notwendigkeit entstanden? Sicherlich, die Entstehung dieses Werks kann im Rahmen eines dialektischen Prozesses als Reaktion auf die Berliner Erfahrung begriffen werden. Aber reicht diese ursächlich aus? Kann so die Qualität des Kunstwerks erklärt werden? Welche Antwort auf Lukács Frage, was war und ist reale Funktion in historischer Entfaltung des gesellschaftlichen Seins, wäre sinnvoll? Eine Antwort mit Bloch zu geben, wie oben schon geschehen, scheint erstaunlicherweise einfacher zu sein. Keine Antwort zu geben, jedenfalls wenn eine Würdigung des konkreten Werks in der konkreten Situation gegeben werden soll, was das Ergebnis vielleicht wäre, wenn ich mit Lukács antworten sollte, das ist auch unbefriedigend. Ohne starke Natureindrücke gäbe es wohl keine Landschaftsmalerei, auch keine Naturpoesie. Beides aber existiert. Dass ein Mensch in keiner Weise einen Widerhall seiner selbst findet, einen Zufluchtsort wie Pechstein, dürfte selten sein. Das ist ein ontologischer Tatbestand. Keinen Widerhall, habe ich da irgendwas vergessen? Seine selbst, also in der Natur oder in der. Noch ganz kurz zur Abstraktion in der Kunst. Bloch lenkt in seiner Naturphilosophie den Blick auf die anorganische Natur. Er sagt, die anorganische Natur, die birgt die größten Rätsel. Das sei eine Herausforderung. Soll diese anorganische Natur Gegenstand des Kunstwerks sein, wird es schwierig, insbesondere für den Realismus. Großartige Gemälde zum Makrokosmos, wenn man sich so ausdrücken darf, hat in den letzten Jahrzehnten Anselm Kiefer zum Beispiel geschaffen, in realistischer Manier. Der Mikrokosmos aber verlangt Abstraktion vom üblichen realistischen Konzept, wenn er denn künstlerisch dargestellt werden soll. Die große Frage aber bleibt, was Realismus sei, auch in der Kunst. Um nochmals Lukács zu zitieren, in der Tat ist hier ein reales Problem vorhanden. Schließen möchte ich mit Wassily Kandinsky, der den Weg von der gegenständlichen zur abstrakten Malerei gegangen ist. Warum er das gemacht hat, was er hoffte zu finden, ist nicht so verschieden von der Sehnsucht der Romantik. In einem Brief aus dem Jahr 1925 erfährt man einiges dazu von seinem Versuch, über das Quantitative, also nicht das Qualitative, über das Quantitative in, Zitat, das Innere der Form einzudringen. Zitat Kandinsky aus dem Brief: Die Quantität verhilft der inneren Empfindung. Es muss endlich verstanden werden, dass die Form für mich nur ein Mittel zum Zweck ist, und dass ich mich mit der Form auch theoretisch so eingehend und viel abgebe, da ich in das großgeschriebene, Großbuchstaben, Innere der Form eindringen will und es auch vor anderen Menschen klar, sehr klar legen will. Bei Bloch heißt es, in Abwandlung des Novalis-Zitats, nach außen führt der geheimnisvolle Weg, also nicht nach innen. Damit möchte ich schließen und Ihnen noch zwei, wenn ich es schon da habe, also den haben wir schon gesehen. Es ist ja die Ikone der romantischen Landschaftsmalerei, Caspar David Friedrich, Mönch am Meer. Und dann habe ich hier noch, das ist zwar schlecht jetzt und auch nur ein Teil, Andromeda von Anselm Kiefer. Und dann habe ich hier noch was, das ist jetzt dann ein Rätsel. Was ist das? Von wem ist das? Was ist das? Bitte? Sehr gut. Ja. Es ist, also in Nürnberg gibt es das KOM, vielleicht kennen es manche noch, von den Massenverhaftungen von 1984 oder wann. Da saß ich im Biergarten und habe gewartet und mein Blick fällt auf diesen Tisch, auf den Biertisch, und ich denke an Kiefer irgendwie und ich habe gedacht, ja, man könnte das auch, ne, also man könnte das auch als Mondsonne oder sonst was, ne, also den Sand, in das Meer und ja, also so schöne Kunst machen die Zufälle. Also vielen Dank.